Vor kurzem hatte ich ja ein Video hochgeladen, dass Hulk sich in Avengers 4 komplett ändern wird, was alles auf einem kleinen Leak basierte, was ein Concept Art war, wo man einfach unsere neuen Helden in neuer Montur gesehen hat und wie eben das Team in Avengers 4 bald aussehen wird. Natürlich war bis dahin noch nicht wirklich offiziell bestätigt, ob das denn jetzt wirklich wahr ist, dass Hulk wirklich mit diesem neuen Anzug zu sehen ist und dass er sich in die Richtung vom Professor Hulk entwickeln wird, doch jetzt haben wir die offizielle Bestätigung dafür bekommen. Des Weiteren, wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, denn hier bekommt ihr wirklich alle Infos, was das Marvel Cinematic Universe angeht und ich halte euch die ganze Zeit auf dem Laufenden mit fast täglichen Videos. Kommen wir aber wieder zu Hulks neuem Anzug bzw. Hulks neuer Rüstung. Woher denn jetzt diese Bestätigung kommt, dass wir ihn so in Avengers 4 sehen werden? Das Ganze kommt einfach von einem Twitter-User, der auf der Cine Europe war und eben diese Preview von Avengers 4 gesehen hat. Dieser Twitter-User heißt Nikita Birkin und dieser hat eben erwähnt, dass man ein paar von den neuen Anzügen sehen konnte, die ein paar der Avengers in Avengers 4 bekommen werden. Und bei diesen neuen Kostümen, bei diesen neuen Rüstungen war eben auch Hulks neuer Anzug dabei. Was wohl auch jetzt bestätigen sollte, dass Hulk diesen Ganzkörper-Spandex bekommt. Jetzt steht nur noch die Frage offen, in welche Richtung wird sich Bruce Banner bzw. Hulk entwickeln? Wird jetzt in die Richtung von Professor Hulk gehen, weshalb er jetzt diesen Spandex anhat? Oder ist es einfach nur eine Rüstung für irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Oder eine, die es Bruce Banner ermöglicht, sich selbstständig in den Hulk einfach zu verwandeln? Auch wenn der Hulk selbst sich gerade nicht in den Hulk verwandeln möchte. Und falls ihr noch nichts von diesem Professor Hulk wissen solltet, dann schaut doch einfach bei meinem letzten Video vorbei, in dem ich das Ganze kurz ein bisschen vorgestellt habe, was ihr jetzt hier links seht, oder klickt doch bei meinem letzten Video vorbei, in dem ich einfach darüber gesprochen habe, dass Captain Marvel sozusagen der neue Iron Man im Marvel Cinematic Universe sein wird. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, als auch den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, ciao.